Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, auf meinem Kanal Ente Entertainment. Ja, der aufmerksame Zuschauer da draußen wird mit Sicherheit festgestellt haben, worum es geht. Es geht um den Artikel 13. Hierzu möchte ich euch kurz was vorlesen. Die Umsetzung des Artikels 13 hat eine komplette Echtzeitfilterung der Inhalte, die künftig im Netz hochgeladen werden, zur Folge. Letztlich bedeutet das, jedes Datenpaket wird in Zukunft von einem potenziell fehleranfälligen Algorithmus automatisiert geprüft werden. Dies ist vergleichbar mit dem fehlerhaften Algorithmus von YouTube, bei dem häufig auch fälschlicherweise Inhalte gelöscht werden, welche nicht urheberrechtlich geschützt sind. Das Deckmäntelchen des Urheberrechts. Das ist die Argumentation des Europäischen Parlaments. Ja, kann man sagen, Urheberrecht ist natürlich wichtig. Aber was die Leute vorhaben, es ist einfach ein Filter mit einem Algorithmus, der sofort entscheidet, beim Upload, sind dort urheberrechtlich geschützte Inhalte? Sind die vorhanden? Sei es in der Musik, sei es im Let's Play, sei es, wenn man einen Meinungsblog macht und ein Video zitiert. Liebe Freunde, wir müssen dagegen vorgehen. Stoppt diesen Wahnsinn, solange es noch geht. Es gibt eine Online-Petition, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde mich freuen, so viele Leute wie möglich da draußen zu erreichen. Mir geht es hier nicht darum, den Kanal zu promoten. Ich habe 300 Abos knapp. Aber ich finde, ich habe das Recht, meine Meinung zu äußern. Sei es in meinen Let's Plays, generell überhaupt dieses Let's Play hochladen, ist das dann noch möglich überhaupt? Ja, sei es bei mir, sei es bei einem Gronkh, bei den Losers oder bei sonst irgendwem da draußen. Streaming, bei Jenny beispielsweise, ist sowas noch überhaupt drin? Ja, weil ich selber habe ja nicht das komplette Recht an Gaming, an den Gaming-Inhalten, ja, das ist ja nach wie vor beim Publisher. Und das sind Duldungsanfragen, die man stellt. Das darf man immer nicht vergessen. Das heißt, darf ich dann überhaupt noch meine Videos hochladen? Geht das überhaupt mit so einem automatisierten Filter, der dann einfach mal entscheidet, ja, da sind urheberrechtlich geschützte Inhalte drin und da nicht? Ich sehe ganz, ganz böse Zeiten voraus, wenn wir das nicht sofort stoppen. Deswegen sage ich, fuck off, stoppt diesen Wahnsinn, solange es noch geht, so schnell wie möglich. Unten in der Videobeschreibung ist eine Petition. Geht da drauf, unterschreibt das Ding mit eurer E-Mail und kämpft dagegen. Kämpft für euer Internet, das ist unser aller Internet. Es ist egal, ob du ein Creator bist oder einfach nur ein Zuschauer. Es betrifft jeden. Ganz einfaches Tennis, jeder Einzelne, der da draußen Internet nutzt, den betrifft es. Wir müssen dagegen vorgehen, solange es noch geht. Ja, wir haben noch Zeit, aber nicht sehr viel. Fürs Internet, sage ich mal, steht die Uhr auf 5 vor 12. Das Europäische Parlament muss verstehen, dass vielleicht die Ansätze oder der Gedankengang dahinter gut ist, aber so wie der Artikel verfasst wurde, gleicht das einer kompletten Zensur. Das heißt, es ist komplett scheißegal, ob du ein Meinungsblogger bist. Das Zitatrecht ist mehr oder weniger außer Kraft gesetzt. Solche Sachen gehen einfach nicht. Das heißt, wir müssen dagegen vorgehen und das so schnell wie möglich. Unten Petition. Ich habe auch zwei Videos da unten verlinkt. Einmal das Video von Lee Floyd, der nochmal schön und knackig erklärt, worum es geht. Ein bisschen ausführlicher noch von Peter vom Kanal PeteMeTV. Zieht's euch rein, wenn ihr Bock habt. Noch eine Sache, teilt dieses Video auf jeden Fall mit euren Freunden, mit euren Verwandten. Macht andere YouTuber drauf aufmerksam. Ihr habt offiziell meine Erlaubnis, dieses Video herunterladen, auf euren Kanälen hochladen. Ihr müsst einfach nur eine Namensnennung machen, fertig aus. Ich werde das nicht als Standard-YouTube-Lizenz angeben. Haut einen raus, macht dieses Video von mir aus publik, macht was ihr wollt. Auf jeden Fall ganz wichtig. Petition unterschreiben. Rettet unser Internet unter dem Hashtag Nein zu Artikel 13. Lasst uns Gas geben. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und sage Schlimmede
und noch einen wunderschönen Tag. Ciao.